Falk, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit goldenekamera.de zu Jack the Ripper. Sie spielen Inspektor Everline. Was ist das für ein Typ? Das ist ein aufgeschlossener, freudiger, manchmal auch ein bisschen genervt von den Gaunern, mit denen er zu tun hat in London. Und sich jetzt freut, dass er auch einer sehr, sehr mutigen Dame helfen kann. Wie war das Eintauchen ins London des Jahres 1888? Sehr viel Spaß. Also von der Garderobe hin bis zu, ich hatte die Möglichkeit, wir haben es in Englisch aufgenommen, die Originalaufnahmen, auch mit dem englischen Akzent ein bisschen rumzuspielen und die Szenerie, die aufgebaut wurde, war Wahnsinn. Also die haben wirklich die Straßen von Litauen, hast du ja gesehen, also super, super gemacht. Was war das Besondere beim Dreh? Ganz ehrlich, für mich das Team. Also für mich war es mal eine Erfahrung, so eine familiäre Atmosphäre, super Cast, wir haben das alle verstanden, es war überhaupt kein Stress, alles hat Spaß gemacht, alle Ideen wurden angenommen und es war einfach, jeder war wirklich leidenschaftlich dabei, wirklich das Beste zu geben. Das war eine nette Abwechslung. Jack the Ripper hat mehrere Prostituierte im Jahr 1888 ermordet, vor sehr, sehr langer Zeit. Warum ist dieser Typ heutzutage noch so spannend? Ich meine, er war ja der erste wirklich bekannte Serienmörder. Das war ja wirklich eine Schockwelle, die da durchs Land oder durch die Welt ging. Ich glaube, das war das, was vorher so eine Gewalttat, die vorher noch nie wirklich so in dem Zusammenhang wirklich da war. Schlussfrage. Jack the Ripper, warum sollten die Leute am 29.11. um 20.15 Uhr bei Sat.1 einschalten? Warum dürfen sie diesen Film nicht verpassen? Da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Mein Grund, ob der jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber für mich, ich finde immer Filme mit einer Frau in der Hauptrolle, wo man eigentlich Männer in der Hauptrolle bekommt, immer super interessant. Ich finde es auch super wichtig. Ich finde, der Film, als ich ihn gesehen habe, er hat wirklich eine super Mischung hingelegt zwischen Mystery, Thriller, Horror, ein bisschen Romantik, ein bisschen Comedy, also nicht Comedy, aber Leichtigkeit. Also ich finde es einfach, es wird ein spannender, schöner Filmabend werden für Leute und einfach mal eine komplett neue Sicht einer Geschichte, die wir kennen. Danke für das Interview.